Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Genau hier will ich hin. Aufrüsten für 180.000. Bist du zwei weitere Garagen? Ah, gucke, sogar zwei. Wir können zwei Leute einstellen. Sehr geil. Oh, keine Ranzbude mehr. Schnieke. Korrekt, dann kaufen wir jetzt noch zwei LKWs, würde ich mal sagen. So. Wir wollen kein Fahrer, kein LKW zugewiesen. Wie viel Kohle haben wir noch? Oh, 250.000 nur noch? Da kriegen wir aber keine zwei LKWs mehr für. Dann machen wir es jetzt auf jeden Fall schön einzeln. Ein LKW. Und gucken wir jetzt, was billiger ist. Besucher ausgewählten Händler. Muss ich ja wohl. Der kostet nur 100.000. Hat 300, aber 540 PS. Bus. Das wird mein LKW. Ausführung ändern. Fahrwerk 4x2 kann man auch nicht abwählen. Kann man 12 Gänge Retarder, ja, kostet aber 16.000 mehr. Oder beziehungsweise 6. Nee. Wo steht der Endpreis da? Aufpreis 6.000. Standard UK Farbe blau, weil am wenigsten. Das kann alles so bleiben, wie es ist. Gesamt inklusive Änderung 107.000 bestätigen. Den nehmen wir. Den kaufen wir auf jeden Fall. Möchtest du den neuen LKW selbst fahren? Ja, bitte. Wohin sollen wir Ihren bisherigen gefahrenen LKW überführen? Ja, nach Hannover. Ja. Blablabla. Ihr alter LKW wird umgehend zu Ihrer Garage in Hannover überführt. Geil. Jetzt brauchen wir einen Fahrer für unseren alten Scania. Wobei, man muss jetzt natürlich dazu sagen, wir haben zwar deutlich mehr Power, dafür ist das aber auch eine Ranzratten-LKW, ne? Also der hat, glaube ich, nicht mal eine anständige Hupe oder sowas. Ist mir aber egal, ob Sache Dampf. Dann fahren wir nämlich die richtigen Aufträge, wo wir Power für brauchen. Vor allem auch kein Windabweiser, nichts. Wäre eigentlich am besten, wenn wir damit nur flache Ladung fahren. Direkt zweite LKW. Check. So. Jetzt haben wir einen LKW. Wir brauchen Auflieger für 33.000. Wo möchtest du den Auflieger abstellen? In Hannover.
Willst du den Kurten wirklich für 33 kaufen und dann abstellen? Ja, bitte. Einen zweiten Auflieger kriegen wir nicht. Wir würden noch einen zweiten LKW bekommen. So, jetzt möchte ich zur Arbeitsagentur Fahrer einstellen. Fahrerbewertung 1,7. Gehaltsvorstellung, Lieferung plus 10,50 € pro Kilometer. Haben wir auch noch andere? Das sind die einzigen beiden. Kenneth F. Fahrerbewertung ist immens schlechter, will gar fa eigentlich fast dasselbe Geld haben. Er hat ADR. Ich nehme den. 10,50 € pro Kilometer. Info. Hochwertige Frachtkanner, zerbrechliche Frachtkanner, das war's aber auch. Der hat ADR und kann Just-in-Time-Lieferung. Ja, der hat deutlich bessere Bewertung. Ich weiß nicht, inwiefern sich das auswirkt. Gegen Sachen kaputt machen und so. Ich stelle den einfach mal ein. Auf den Scania, bitte. Deine Fahrerverstärkung trifft in Kürze ein. Nach einer kurzen Unterstützung wird automatisch die Arbeit aufgenommen werden. Vorausgesetzt, es steht eine Zugmaschine zur Verfügung. Okay. Aufliegermanager. Wo weise ich den jetzt zu? Irgendwer muss ihn doch jetzt dran haben. Garagenmanager. Ist wieder. Ach so, ach, ich muss das anklicken. Auflieger. Ruht sich aus. Jetzt nutzen. Willst du den ausgewählten Kästchen wirklich benutzen? Es wird in der Garage in Hannover auf dich warten. Zurückschicken. Nimmt der sich den dann jetzt einfach mit oder was? Ich blick das gerade nicht. Der Auflieger, die Auflieger, die du bisher bekommen hast, kannst du hier ansehen und verwalten im Aufliegermanager. Deinen Fahrern wird automatisch ein Auflieger zugewiesen, der sich in derselben Garage befindet. Auf diese Weise können sie alle. Alles klar. Okay. Okay. So, jetzt können wir uns noch einen zweiten Fahrer gönnen und noch einen LKW im Grunde. Dann haben wir aber auch. Dann haben wir gar keine Kohle mehr. Machen wir später. Wir sammeln erstmal.
Geld ein. Ja. Also ein bisschen Kohle machen. Jetzt bin ich nur jetzt, Fahrermanager. Wann fängt denn der an zu arbeiten? Ruht sich aus in Hannover. Hier steht aber auch nichts. Fahrtenbuch. Leer. Seht. LKW, zwei Fahrer, zwei Auflieger, einer. Oder ich hole mir noch einen eigenen Auflieger. Na, ich würde sagen, wir warten erstmal. Wir haben jetzt wenigstens noch ein bisschen Puffer, falls irgendwas kommen sollte. Ja. Gucken wir mal eben. Haben wir noch einen Auftrag für uns? Wende deine eigene Auflieger, um eine große Vielfalt von Frachten an ihren Zielort zu bringen. Hannover, Berlin. Vierundzwanzig null fünf. Hamburg für 25. Hamburg für 25,71 gibt 5.000, sind Autos. Gibt mehr Kohle, dauert halt auch länger, ist aber schlechter bezahlt im Grunde. Das ist wieder hier dahin. Wieso bin ich in Osnabrück? Was? Ich bin in Osnabrück. Tatsache, ich bin mit meinem beschissenen LKW in Osnabrück. Okay. Ja, nee, dann fange ich jetzt, glaube ich, kein Auftrag mehr an. Dann würde ich jetzt, glaube ich, erstmal Feierabend machen für heute. 3 Stunden gezockt, ich glaube, das reicht erstmal. Fahrer eingestellt. Haben wir wenigstens beim nächsten Mal, kann ich mich nochmal. Habe ich was, wo ich mich drüber freuen kann, dass wir den Fahrer haben, der noch nicht fährt. Und wir einen geilen Volvo haben, mit dem wir in Osnabrück unterwegs sind. Ich glaube, so machen wir das. Ich mache jetzt mal Feierabend, reicht für heute. Vielleicht weiß ich auch bis zum nächsten Mal ein bisschen mehr und kann sagen: Ja, komm her, wir können unsere 108 Euro noch ausgeben. 108.000 Euro. Und direkt mit noch einem zweiten LKW, dritten LKW und einem zweiten Fahrer holen. Könnte ja vielleicht Sinn machen. Ich werde mich dafür nochmal schlau fragen. Ja, dann erstmal vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Das sind ja schon eine Menge Folgen, die hier entstanden sind. Ich werde auf jeden Fall die Tage wieder weiterspielen. Wie gesagt, ich produziere das hier wirklich in Massen vor, weil ich zocke das einfach so, wie ich Zeit und Bock habe. Nehme es auf und und schicke euch dann die Videos halt Tag für Tag hoch. Daher, ich kann nicht auf eure Kommentare großartig eingehen, zumindest jetzt hier nicht in diesen Videos, ne? Denke ich, versteht da, habe ich aber am Anfang, glaube ich, auch gesagt, im allerersten Video. Natürlich werde ich so, wenn ich eure Kommentare sehe und lese, so drauf reagieren. Dann kann ich es auf jeden Fall mit aufnehmen in mein Spiel, nur ihr werdet es dann viel, viel später sehen. Ja, vielen Dank, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.